Sonderlevels wollen wir doch sehen, die was Unterhaltsames, wo wir uns alle fragen. Hallo Wolke. Müssen wir nicht durch die Ritze springen? Durch die Ritze springen. Sehr witzig. Mewtwo, nein! Mein Mewtwo ist abgestürzt. Ach, die Kids von heute spielen auch noch Cape Level. Das ist doch schön zu wissen, oder? Ist das nicht schön? 10% Clear Rate. Vielleicht etwas, was wir heute schaffen können. 10 Levels, die ich alle wütend aufgegeben habe. Ah, nein! You gotta do what? I gotta believe. Moin Leute, Mahlzeit, was geht ab? Schön, euch mal wieder zu sehen. Ihr wisst ja, es ist Levels-Freitag. Levels-Freitag. Gucken wir uns Levels an. Gucken, was wir so für schöne Levels finden hier. Irgendwas Nettes, irgendwas Schönes, irgendwas Unterhaltsames. Ja, yeah, yeah. Beginnen wir mal, wie immer, mit einem Music-Level. Diesmal aber mit einem, was wohl vielleicht ein bisschen zu brutal für uns ist. 0,5% Clear Rate ist vielleicht auch ein bisschen zu doll. Aber es ist kurz, also möglich. Spin Jump. Okay, Spin Jump. Gucken, ob wir das hinkriegen. Okay. Brauchen das Pao. Brauchen wir auch den Yoshi. Oh Gott, oh Gott. Okay. Schießen wir mal, um zu sehen, was kommt. Yoshi! Brauchen wir Yoshi? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung. Nein! Okay, we got this, we got this. Der Yoshi-Part funktioniert, wunderbar. Einfach laufen? Einfach laufen und dann springen. Einfach laufen und dann springen. Wunderbar, kriegen wir hin. Wir kriegen es. Das Hauptproblem ist tatsächlich herauszufinden, was eigentlich zu tun ist. Ich weiß nicht, was nach dem Yoshi-Part. Ich weiß nicht, was nach dem Yoshi-Part zu tun ist. Oh, das ist es. Oh mein Gott, das war's. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Cool, cool. Ich hätte aber nur weiterlaufen müssen. Alles richtig gemacht. Gut. Nice. Ja, ja, genau. Okay, wir kriegen das hin. Das kriegen wir hin. Das können wir öfter machen. Was müssen wir hier machen? What the fuck? Oh mein Gott, und dann der nächste Shelljump. Okay, okay, okay. Ist ja nicht mehr viel dran in dem Level. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Shelljump, Shelljump, okay. Ach, jeder. Also 5 von 6 Versuchen enden genau an dieser Stelle. Ah, Power mitnehmen. Okay. Wieder eine Sekunde weiter. Oh, okay, im allerletzten Moment wegpowern. Okay. Apropos, wie geht's hier eigentlich weiter? Was? Ah, okay. Spin Jump, Spin Jump, Shell festhalten, loslassen. Okay. Im Final Cut sieht man ja nachher nicht, wie oft ich wirklich an dieser Stelle gestorben bin. Vermutlich lasse ich, weiß ich nicht, 10, 15 Mal drinne. Glaub mir, es ist wirklich, weiß nicht, 60 Mal oder so bin ich mittlerweile locker an der Stelle gestorben. 6,5 Stunden später. Mewtwo, nein! Mein Mewtwo ist abgestürzt. Okay, 5 Mal noch. Wenn das jetzt 5 Mal am Stück nicht klappt, brechen wir das hier ab. 1... 2 3
4. Und 5. Ja. Dann nicht. Außerdem nervt die Musik, ja. Oh, Fortuna soll schön sein und nicht nerven. Kixo von Smarsh. Die sollte vermutlich nicht mehr weiter Kaisersch... Es spielen jetzt gerade. Okay. We got this. Sollte die Bombe nicht das Power auslösen? Muss ich auf der... ich glaube, ich muss einfach auf der Pflanze warten. Okay. Das wird ein bisschen... Okay, das wird ein bisschen nervig. Okay, kribbeln. Moment, ich kann einfach auf der Pflanze warten, ne? Ich muss gar nicht... Ich kann einfach das tun, oder? Das macht's viel einfacher. So, was aber hier? Brauche ich den Beagle? Steht im Plan nicht ganz. Soll ich den P-Switch auslösen? Und dann einfach ein Shelljump von der Vine aus? Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir es hin. Aber so ungefähr. Können wir noch einen Versuch? Aber wir haben immer noch Zeit, das einmal auszuprobieren hier. Interessantes Timing. Nein. Again. What? Ja, das war eher das Timing, ja. Okay. Wir kriegen das hin. Ja. Oh mein Gott. Oh Leute. Oh Leute, wieso klappt denn das nicht? Ich habe nicht einmal einen Shelljump hingekriegt. Oh Gott! Aber wenigstens hat der Shelljump mal geklappt. Oh Leute! Mir steckt immer noch dieses erste Level in den Knochen, was irgendwie mich nervt. Ich hätte so gern gesehen, wie es weitergeht. Ich hätte so gern durchgegangen. Das kannst du nicht machen. Ich nehme mir, weiß ich nicht, so ungefähr 3 Stunden Zeit, Footage aufzunehmen und das dann, weiß ich nicht, zu einer Stunde in etwa zusammenzuschneiden. Ich kann mir hier nicht 1,5 Stunden mit einem Level aufhalten. Das geht ja nicht. Ich bin so. Ich krieg da das Timing aber nicht hin. Okay. Da ich heute scheinbar nicht in der Lage bin, auch noch einfachste Kaiser-Tricks irgendwie zu machen und einfachsten Scheiß, ändern wir mal das Line-Up. Und heute spielen wir dann nur noch Easy Peasy Stuff. Was haltet ihr davon? Alles mit einer Clear Rate von über 80% oder so. Das sieht doch hübsch aus. 70% Clear Rate. Keep Press Up. Fifi. Popogel. Von Mederik. What? Was ist ein Autolevel? Ich habe keine Lust, jetzt ein Autolevel zu spielen. Was? Unterwasser-Auto-Level? Na gut, wir gucken es uns richtig an. Ich frage mich lediglich, was ändert nach oben drücken? Was macht nach oben drücken?
Achso, das lässt mich durch die Tür gehen. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mir irgendwie erklären kann, was nach oben drücken machen könnte. Ist das nicht entspannt? Ach, war das nicht ein Liebeslevel? Wie ich mir dachte, mehr als teilen kann man den Weltrekord nicht. Don't touch Edit Fuzzy Coin. Von OnePlus. 10% Clear Rate. Vielleicht etwas, was wir heute schaffen können. Ist das Ziel, die Coins nicht zu touchen? Oh nein, dafür kriegt man Dizzy-Effekt. Das ist schön. Jeder hasst den Dizzy-Effekt. Ah, geh weg. Ah. Wenn es auch Beweis bedurft hätte, dass ich überhaupt nicht spielen kann heute. Hier ist er. Ah, ah nein! Wollte doch mal Piranha Plant ausweichen. Oh Gott, der Dizzy-Effekt ist ekelhaft. Müsste ich einen ganz tastisch auf den Kopfschmerz kriegen, auf jeden Fall. Oh. Geh weg. Geh weg. Ey. Checkpoint. Oh. Oh. Wir haben auch gar nichts mehr mit den Pipes, dass da Piranha Plants rauskommen, und zwar immer. Nein. Oh mein Gott, das ist mich. Nein. Aber ein witziges Level, ein witziges Level. Und die Dizzy-End-Musik ist wirklich sehr bezaubert gewesen. Meine Güte. Ah, nein! Oh, Rekord. Ja, ja. Oh, nein, nicht neu starten. Wollte doch nur ein DMG. Mini Easy Speedrun 2. 30 Sekunden. Mit einer irre hohen Clear Rate für einen Speedrun. Hallo, Wesley. Okay, Pause. Muss ich überhaupt was tun? Spin Jump. Das waren gar keine 30 Sekunden. Frechheit. Das ist doch mal ein schönes Speedrun-Level gewesen. Oh nein! Was ist das? 10 Sekunden Speedrun? Irgendwas mit No 34? Was? How is that possible? Lass mich raten, ich muss gleich zu Beginn hochhalten und dann werde ich nicht groß. Ah, okay. Achso, ah, okay. Ja, 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 ja. We got this, we got this. Ich habe das noch nie gemacht, diesen Trick, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das interessiert mich wirklich, wie der funktioniert. Oh nein! Wieso funktioniert das nicht? Ich habe das schon öfter gesehen, dass Leute das machen, aber bei mir scheint es irgendwie nicht zu funktionieren. Und ich bin schon wieder gestorben, weil ich den Pilz eingesammelt habe. Ist übrigens schon 30 Mal passiert. Ah, okay. Viel, viel, viel fucking früher und dann funktioniert das auch. Nochmal! Okay. Oh, okay. Oh nein, es ist nochmal! Es ist nochmal. Es ist noch ein drittes Mal. Oh nee, Leute, ernsthaft. Oh, come on. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Guckt euch die verbliebene Zeit an. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das heute die Rage Quit Edition wird. 10 Levels, die ich alle wütend aufgegeben habe. Wir sind immer noch bei 2. Oh, meine. Wow. 10 Sekunden glatt. Ein Frame später und wir wären tot gewesen. Ja. Cool. Sehr cool. Wollen wir einfach mal hier irgendwas nehmen? Aus der unteren Reihe? Lass uns das mal nehmen. Das sieht nämlich richtig hart nach Garbage aus. Wird's aufgeregt? Was bekommen wir? Minus 1? Japanese Glasses, Dude. Oh, ist das schön. What the fuck? Hidden Star irgendwo? Was zur Hölle ist das? Was zur verfickten Hölle? Also so langsam macht mein Controller, was er will. Ich halte nicht nach unten gerade. Ist hier irgendwas versteckt? Oh nein! Okay. Okay! What the fuck? Was? Was? Ist scheinbar Mole ganz unten im Stack drinne. Ach ne, eine Wolke. Hallo Wolke. So können wir es auch machen. Man kann auch oben drüber mit Sicherheit. Machen wir doch das mal weiter hier. Nehmen wir mal die Levels, die uns da unten angezeigt werden. Die wahrscheinlich allesamt Bullshit sind. Und ich kenne die Clear Rates vorher nicht, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Was ist das? Irgend so eine Timing-Geschichte? Aber ich sehe nichts, was... Ah, okay, cool. Ich habe keine Ahnung. Ah, bestimmt, wenn man das kurz vor dem Wendepunkt macht, dann fliegt das Power hoch und der Block... Okay, cool. Ein kleines Puzzle. So eine Levels wollen wir doch sehen, die was unterhaltsam ist, wo wir uns alle fragen. Rekord! Mehr wollte ich doch gar nicht. Easy every time. Was ist denn gerade so beliebt, Leute? Was? Was ist denn gerade so beliebt? Das ist beliebt. Jimmy, zeig uns, was für Levels gerade beliebt sind. 19% Clear Rate. Das klingt doch gut. Das klingt gerade so noch machbar für uns. Oh, Feder!
Bei Cape Action bin ich sofort dabei. Huch. Oh mein Gott, nein. Achso, okay. We got this, we got this. Ein Fliegelevel, wie schön. What? Oh mein Gott, das ist gar nicht so leicht. Ich meine, vermutlich können wir auch einfach segeln. Einfach segeln. Ja, das ist nämlich der Plan. Alles gar nicht so schwer, wie wir uns das wieder mal machen. Ach, die Kids von heute spielen auch noch Cape Level. Das ist doch schön zu wissen, oder? Ist das nicht schön? Müssen wir da fliegen oder nicht? Ich schätze mal nicht. Laufen reicht auch. Oh nein. Na komm. Nice, das war doch ein nettes Level. Kann einem gar nichts passieren. Bisschen gemütlich chillen. Schön. Schön. So, was haben wir gebraucht zum Runterkommen? Mario Kart 8. Mario Kart 8. Von Joshua. Schade, dass wir hier nichts racen eigentlich, ne? Oh nein. Hui. Was? Die Racing Sounds sind wirklich sehr hübsch. Oh. Hübsches Level. Allerdings ärgert mich jetzt, dass wir da nicht den Rekord geholt haben, da der absolut möglich ist. Also wollen wir neu machen. Ja, das sollte ja wohl problemlos reichen. Pokémon Gym Battle. Von Nepeta. Ich bin gespannt. Was haben wir? Oh. Wenn, dann will ich jetzt aber auch Pokémon sehen. Bisasam. Zur Hölle. Pikachu! Einfach Damage boosten.
Ich sehe nicht zu viele Katzen. Pikachu! Wir haben die Hammer Bros besiegt. Easy every time. Gib mir die Münzen. Was? Was? Mewtwo, nein! Mein Mewtwo ist abgestürzt. Lame. Fortress N64. Mal gucken. Von Edward. Wir spielen jetzt einfach alles. Wir spielen jetzt einfach, was uns vor die Flöte kommt. Oh, New Soup. New Soup hatten wir heute, glaube ich, noch gar nicht. Brauchen wir dringend. Brauchen wir dringend Übung. Ohohohoho. No. Jetzt möchte ich einfach sehen, was links, was rechts ist. Aber vertrauen wir einfach mal dem Level erstmal. Vertrauen wir dem Level. Ui. In der. Hey. Da oben eine Münze. Ach, machen wir es einfach so. Viel einfacher. Auch nicht Bowser Fire. Du brauchst in deinem Level doch kein Bowser Fire. Gucken, was hier oben so abgeht. Ich das wirklich wissen? Okay. Das war scheinbar ein ganz kleines bisschen glücklich. Oder was? Infinite Firepower? Ach, wir hatten noch Infinite Firepower. Yoshi! Yoshi! Wow. Es ist nicht mal ein optionales True Ending. Es ist scheinbar wirklich nötig zum Durchspielen. Ganz schlichtes. Einfaches Mario-Level. Ancient Incorporeal Mystery. Gucken, ob wir dem Mystery auf die Spur kommen können. Von Mitch. Mitch hat ein witziges Mii. So. Was haben wir? Was haben wir? Okay. Weiß nicht, ob wir hier lang müssen. Oh nein! Ja, sehr verbräunt. Ich bin noch fast selbst schuld. Will ich das nochmal machen? Ich glaube, ich kann da oben noch weiter, ne? Ha. Trauen wir dem Level. Ich vertraue jetzt einfach mal dem Level. Ich hätte dem Level nicht vertrauen sollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh mein, ich komme nicht entscheiden, ob ich wieder zurück will. Auch auf die Gefahr hin, dass mich das jetzt hier tötet. Gehen wir einfach mal oben lang. Was soll's? Was soll uns schon groß passieren? Achso. Oh, es macht's wirklich bedeutend leichter. Müssen wir nicht durch die Ritze springen? Durch die Ritze springen. Sehr witzig. Die Selbstmord-Gumbas. Süß. Oh mein Gott, ich bin gar nicht so klug. Vertrauen wir dem Level? Vertrauen wir dem Level? Lass uns dem Level vertrauen. Okay.
Bisschen Angst, dass hier irgendwo... Ja, ja, genau. Irgendwas rauskommt, was mich killt. Was zur Hölle bin ich? Was bin ich? Oh mein Gott, ich wäre jetzt fast noch draufgegangen. Oh, wir mussten unten lang gehen. Komisches Level. Oh, wir müssen mal noch einen neuen Weltrekord verpassen. Okay, ein bisschen mehr als 2 Sekunden, aber es stimmt auch, ich bin ein bisschen süchtig nach Rekorden. Das ist einfach so. Level zu Speedrun ist cool. Kill Baddies, get Dollars. Gib mir die Dollars. Ich will jetzt die Dollars haben hier. Von Veronica. Kanadische Dollar? Sie hat nicht übertrieben, als sie meinte, dass wir dafür Money kriegen. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Das klingelt in der Kasse. Ist hier ein Rekord möglich, wenn wir nicht den Stern holen? Wenn wir nicht den Stern nehmen? Wird schwierig, aber wir müssen dann nicht warten, bis der Stern aufhört zu wirken. Genauso. Ach, die sinnlos belanglose Rekordjagd geht weiter. Und mal wieder das ein oder andere neue Level spielen hier. Freuen sich dann die Leute, dass wir das geklärt haben. Move Trip 9, Helven von Besnen. Oh mein Gott, ich kann doch nicht Copter-Zeug. Was ist hier der Plan? Bewegen wir uns? Oh. Wir bewegen uns wirklich. Wir bewegen uns wirklich. Interessant. Ich könnte prinzipiell... Oh, nee, das ist keine gute Idee. Ich wollte gerade sagen, wir können quasi oben drauf auf dieses Ding gehen. Aber dann zerquetschen uns die Stacheln. Also lassen wir das mal wieder. Vielleicht war es keine gute Sache, dass wir gleich unser Power-Up verloren haben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wie geht das, wie geht das? Nee, langsamer Autoscroller. Ich glaube nicht, dass das noch viel schöner wird. Nee, das muss jemand anders für dich clearen, Bro. Aber Grandmas Haus von Oscar, das können wir clearen. Oh, guckt euch die Pixelart. Ist das nicht wundervoll? Kleine Häuschen. Oscar, was hast du für uns gemacht? No! Sie sagt uns no. Achso, wir sind ja auch in der Oberwelt. Was? Okay. Das war doch eigentlich ganz süß. Noch eine vernünftige Weltrekordzeit setzen und dann ist alles gut. Okay, ich glaube, ich habe den Levelplan geknackt. Oh. Ich wollte sagen, okay, ich habe den Levelplan geknackt.
Oh. Endlich wieder beim Rekord. Ich bin ziemlich rekordsüchtig, muss ich wirklich zugeben. Es wird langsam zum Problem. Suerte von Nintendo. Suerte. Ich fange schon wieder an. Ich wollte doch schöne Levels spielen heute. What? What? Leider hat das jetzt bereits schon jemand geklärt, aber er hat vergessen, einen coolen Weltrekord aufzustellen. Okay, das Problem mit diesem Level ist, dass wir in jedem Fall warten müssen, bis der P-Switch-Timer ausgelaufen ist. Und da der Level-Sound bei mir verspätet an den Kopfhörern ankommt, weiß ich nicht genau, wann er aufhört. Aber egal. Das heißt, der Rekord ist definitiv zu knacken. Problemlos für jetzt jemand anders, der dann das Level auch mag. Ja, ja. Okay, eins geht noch. Ein letztes Level noch. Verzeihung. Ein. Guck mal, das heißt Easy und Boris. Das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Boris, aber. Egal. Easy. Von mexikanischem Bro. Was haben wir? Ah. Mir wurde Easy versprochen. Ich. Ja, ein bisschen viele Sterne, oder? Ja, ein bisschen viele Sterne. Garbage. Na komm, aber die ersten sind, die das Level geklärt haben, gibt's auch. Stehen. Sonst wäre es irgendwie gemein. Aber einen Rekord wollen wir hier trotzdem noch haben. Das reicht uns nicht. Das reicht uns. Und es reicht uns auch für heute. Leute, cool, dass ihr dabei wart. Habt vielen Dank fürs Zusehen. Ein letztes Level gibt es noch, wie immer, ein kleines Musiklevel. Vielleicht erratet ihr es ja, was es ist, und schreibt das in die Kommentare. Wie immer, das Musikquiz. Es macht zwar keiner mit, aber ist egal. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß. Ein schönes Wochenende. Heute müsst ihr demnach Freitag. Ja, schönes Wochenende. Macht's gut und es war meine Freude. Bis bald. Bis bald.
Weltrekord. Und zwar konnte man den Weltrekord in diesem Level nur teilen, wenn man ihn das Level im klassischen Sinne durchgespielt hat. Aber wie sich herausgestellt hat, gab es ein bisschen. Weltrekord. Oh nein!